So, und da sind wir wieder hier bei Legend of Zelda, The Breath of the Wild, mit mir Sefi. Ich habe mal wieder die kleinen technischen Probleme, die wir wahrscheinlich hatten. Ich weiß es nicht. Hi, Herzenswunsch. Nimm mir deinen Herzenswunsch. Wie bitte, wie kann ich ihn gehen? Was mögen Sie so? Was soll das denn jetzt? Ich sag einfach irgendwas. Also, ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich umgeben von 100 Ausdauerschrecken leben. Ist glaubwitzig. Sie machen das toll. Das ist nett von Ihnen. Wenn Sie übernachten müssen, treten Sie bitte an die Rezeption. Alter, ein bisschen geht mir das Gepiepe hier auch auf die Nerven. Hier. Ich weiß, du hast bei Frauen einen ganz schön guten Eindruck. Was ist? Ich habe sie gefragt. Wie? Du hast Frau Primella gefragt, was sie gerne hätte? Ganz locker bleiben. Sonst merkt ihr, dass es eigentlich um mich geht. Erzähl mal. Der Freund meines Freundes will immer noch wissen, was Fräulein Primella gern hätte. Heuschrecken. Ausdauerschrecken? Und dann gleich 100? Natürlich, genau diese Verschrobenheiten machen Fräulein Primella so einzigartig. Das sagt der Freund meines Freundes. Das war knapp, fast hätte ich mich verplappert. Aber 100 von denen zu fangen wird ganz schön hart. Hey, kannst du mir nicht helfen? Ich bin sicher, für dich wird es ein Kinderspiel. Ich wäre auch mit Glück 10 zufrieden. Kriegst eine Belohnung. Besagter Freund wäre dir echt dankbar. Hilfe, Eindruck, bla bla. Ich hab sie dabei. Du hast schon Ausdauerschrecken bei dir? Das ging aber schnell. Ich habe noch nie eine gefangen. Dann zeig mal die Ausdauerschrecken, die du gefangen hast. Bitteschön. Das sind aber keine 10, oder? Das Glück von Fräulein Primella hängt davon ab. Also nimm die Sache bitte etwas ernster. Ich hab doch gesagt, dass ich welche hab. Hi, Safi. War denn hier der Färbeladen? War er auf der Seite hier? Das sieht gut aus. Hi. Kiki, hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Tateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. 20 Rubine färben wir deine Kleider und deine Lieblingshund. Ja, warum nicht, ne? Gut, dann warte kurz da oben. Schön. Denk dran, wir färben alles, was du anhast. Alles auf einmal. Nur, dass du dich hinterher nicht beschwerst. Dann wähle die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Wählen wir mal die Farbe. Voll unauffällig. Schwarz, gelb. Gelb. Grau, braun. So würde ich niemals rumlaufen. Haben wir hier einen Dunkelblau? Das sieht zwar recht standardmäßig aus, aber irgendwie mag ich das. Oder wir machen das. Ich würde sagen, wir machen das so ein auf Kreuz. So sehen wir ein bisschen aus wie Ezio, ne? So mit der weißen Kapuze. Nehmen wir mal das. Oh je, die Farbe hast du. Für diese Farbe hast du gar nicht genug Material dabei. Möchtest du eine andere Farbe wählen und die Sache auswählen? Können wir schwarz werden? Und lass uns mal erstmal gucken, welche wir brauchen. Hi, welche Materialien brauchen wir denn? Erzähl mir mehr. Athenofarben und Kundschaft, bla bla bla. Ich sehe jetzt Haus, Herz und Herz, Einzelheiten erklären. Athenofarben sind in diesem Dorf ein rationelles Handwerk. Wir färben Kleidungsstücke nach beliebigen Fragen. Früher haben wir die Färbematerialien den Kunden zur Verfügung gestellt. Aber leider gibt es hier so viele Monster, dass wir nicht mehr an die nötigen Materialien kommen. Kunden müssen die Färbematerialien dann selbst mitbringen. Dafür ist die Gebühr jetzt auch viel geringer. Ach ja, das Ganze rückgängig machen können wir auch. Sag einfach Bescheid, wenn du etwas entfärben willst. Komm schon, für läppische 20 Rubinen. Nein. Schade, dass hier nirgends steht, was man braucht. Das würde ich mir echt wünschen. Ich glaube, die Markierung können wir wegmachen.
So. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich die Questwörter machen. So viel zum Thema. Da ist auch was geleuchtet. Meinen Augen geht nichts. Außer vielleicht das Größte. So, dann reiten wir mal zum Questpunkt. Willst du nicht schnell reiten? Ist auch ein bisschen eng, ne? Vor allem, wie schön das, das Pferd auch... Ich wollte gerade die Koordination loben. Dass das Pferd halt auch wirklich dem Pfad folgt. Also eben gerade, als es um die Kurve geritten ist, habe ich nicht mal was gedrückt. Es rennt so ganz allein auf dem vorgegebenen Pfad. Das finde ich richtig cool. Jetzt ja auch so Pfadkorrektur. Jetzt rennt es hier ganz automatisch um die Kurve. Das ist echt nice. Also Hut ab, Nintendo. Das habt ihr echt gut hingekriegt, das Feature. Wo rennst du mit mir hin? Safi, falsche Richtung. Kommen wir jetzt wieder zurück? Können wir das wieder hoch? Wo hab ich uns denn jetzt wieder reingeritten? Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ich wollte doch eigentlich nur den Pfad hochreiten. Apropos, da ist er wieder. Safi. Kleine Zicke bist du, wa? Na, jetzt geht doch wieder das Galoppieren. Oh. Hateno Bauernhof, Hateno Institut. Der Äpfel ist hier gibt. Erstaunlich. Kann ich die Kuh reiten? Das mag eine beschissene Frage sein, aber warum nicht? Was denn Kuh? Was denn? Man sieht die geistige Verbindung, die hier gerade aufgebaut wird. Mensch und Tier in perfekter Harmonie. Mensch und Tier in perfekter Harmonie. Hey, ja? Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Siehst nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Hateno-Schrank treiben sich Monster rum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann... Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Sobald wir hier fertig sind, gehen wir Richtung Strand und werden die Monster dann jetzt auswischen. Die haben sich zum letzten Mal mit Schafen angelegt. Da kenne ich kein Pardon. Ihr könnt Menschen abschlachten, wie ihr lustig seid. Könnt ihr ihn häuten bei lebendigem Leib? Ist mir scheißegal. Aber wehe, legt euch mit Tieren an. Wehe.
wird's lang. Was ist sowas? Safi, geh doch mal Richtung Strand. Strand. Nein, nicht untersuchen. Strand. Schauen wir da mal vorbei und retten die Schäfchen. Sofern die noch zu retten sind. Ich glaube nicht, dass sie die aus Spaß entführen. Das ist ein Schrein. Ah, da habe ich mir die Markierung gesetzt. Interessant. Ob wir da hin schwimmen können? Vielleicht ist ja auch noch so, ist das noch so flach, dass wir durchwarten können. Gucken wir mal, wo die Monster sind. Vielleicht ist es mir ein bisschen zu doof, hier durch die Gegend zu laufen. Dafür ist die ist der Strand einfach zu groß. Der ist tot. Der tut dir nichts mehr. Na, so tief ist das Wasser hier. Toll, wir können gerade mal durchwarten. Der Strand ist jetzt nicht gerade klein, möchte man meinen. Hier ist die Südbucht, die Insel. Die könnten hier überall sein. Jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ja, ganz toll. Ich habe das Glück heute wirklich gepachtet. Ich reite erstmal die andere Route ab, weil irgendwie erscheint es mir unlogisch, dass sie hier sind. Ja, nichts passiert. Oh, Power. Wieso liegt der hier? Wahrscheinlich vom Skelett gedroppt. Jetzt könnte ich das hier droppen können. Was ist das? Eine Rüstungskrabbe, eine Krabbe mit besonders harter Schale. Als Kochzutat stellt ihr Fleisch deinen Körper und erhöht so deine Verteidigung. Ich reite hier einfach mal die Gegend ab. Irgendwas werden wir hier sicherlich finden. Ist das Monster? Mit dem Wetter sieht man das so schlecht. So ein Farnwedel. Sie empfinden sich das aus, wenn da Bockling sitzen. Aber nope, alles in bester Ordnung. Dabei habe ich Safi extra so gepackt, dass hier nichts passiert. Vielleicht sind die auch gar nicht hier direkt am Strand, sondern hier irgendwo im Gebirge weiter.
Das sieht doch mal gut aus. Die Schafe haben sicherlich gemundet. Sieht aus, als würde er Nasenflöte spielen. Sonst sind halt so schwere Waffen, ne? Naja, was soll's. Bei dem Wetter sehen die uns wenigstens auch nicht. Schleiche ich mal drumherum, dass wir auf den Berg kamen, da kommen. Von da haben wir besser einen Überblick. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was wir zu unserem Vorteil nutzen können. Wie gesagt, in dem Regen hier sollten wir uns nicht sehen. Ach, die Schafe leben noch. Ja, wir haben unsere Schafe gefunden. Das heißt unsere Schafe, die Schafe, nach denen wir suchen. So. Oh, hallo Himmel. Oha. Das Fleisch. Knochen. Schafe, die scheint es gelassen zu nehmen. Wachposten. Zwei Wachposten. Mist, es klappt auf. Was ist das für eine Kiste? Also für einen Frontalangriff sind das hier definitiv zu viele. Vor allem der große Moblin macht mir zu schaffen. Der ist nicht schwarz, wenn er zu lange in der Sonne war. Wie man es dreht und wendet. Ich glaube, die hier würden uns sehen, wenn wir angreifen würden. Wir könnten natürlich versuchen, das Feuer da unten anzuzünden, um die abzulenken. Leider haben wir keine Feuerfalle mehr. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht gehört? Oh, wir wurden gesehen. Schaffi! Alter, wir müssen hier weg. Erstmal ein bisschen Abstand anbringen. So, Mädel. Noch am Leben? Ich hoffe es. Also ich bilde mir ja immer noch ein, dass man die mit dem Apfel heilen kann. Sorry, Mädel. Ich wünschte, man könnte irgendwo sehen, wie gut es dem Pferd geht. Gibt es hier vielleicht irgendeine Option dazu? Vielleicht mit der Chica-Platte? Nope. Ein Punkt fehlt uns noch. Gut, die haben uns nicht mehr auf dem Zeiger. Wollen wir mal den großen hier ausprobieren, den wir von Genny gekriegt haben?
Wir versuchen mal den, vielleicht können wir uns an den großen Moblin ranstealthen. Ich wage es zwar zu bezweifeln, aber wir können es ja mal versuchen. Da fällt mir ein, wir haben hier noch so viele, Stealth-Tränke. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Hier. So, wir sind unsichtbar. Hoffe ich. Hat keiner gesehen. Alter, da hat aber ganz schön was abgezogen, ne? Da hat der mir ein bisschen Respekt mit verschafft. Wow, voll die mega Reichweite. Da müssen wir vorweglaufen. Wir können nicht davon. Sollen wir mal ein paar Meter zwischen uns und denen? Habt ihr uns immer noch? Ne, der hat uns aus den Augen verloren. Solange der Trank aktiviert ist, sollte das noch angeblieben bleiben, solange wir jetzt nicht irgendwie super auffällig sind. Und das Gras gibt uns noch zusätzlich Deckung. Vielleicht können wir ihn außer Gefecht setzen, ohne dass er, uns bemerkt. Ja. Eine ganz schön starke Waffe, ne? Eine starke Exallanze. Wow! Exallanze mit einer Spitze, die einer Harpune ähnelt. Exalfoss verwenden sie in der Tat auch, um Fische zu fangen. Vor dem Widerhaken muss man sich ihn aufnehmen. Hab ich gemerkt. Das war ganz schön Risiko. So. Wie gehen wir weiter vor? Ich schleiche mal auf die andere Seite. Ich bin da einfach ganz gejoggt. Ich jogge da einfach ganz entspannt hin. Dann können wir den anderen Schwarzen vielleicht aus dem Weg räumen, ohne dass er uns bemerkt. Die scheinen ja besseres zu tun zu haben, als sich hier umzuschauen. Ein Schwarzer ist da, glaube ich, noch, ne? Okay, das würde jetzt echt Kunst sein, wenn wir uns an den anschleichen können. Ich lock die mal weg. Das Wetter ist zu gut. Da können wir aufhören, mich zu verfolgen. Ich bin nicht da. Ich werde eins mit dem Wasser. Gehen jetzt mal wieder am Platz zurück. Komm, dreh dich um. Ah, der steht ungünstig. Würde der mit dem Rücken zu uns stehen, wäre das natürlich perfekt, aber so. Oh, das wird eng. Ich hoffe, wir können ihn innerhalb der Zeit noch überfallen. Sieht gut aus.
Hi! Ist das hier eine Exhalanze? Hatten wir die schon? Ach, eine starke Exhalanze und eine Exhalanze. Alles klar. So, der Effekt von unserem Futter ist verdampft. Gucken, wie schnell die uns jetzt bemerken. Also den Kleinen hier kriegen wir höchstwahrscheinlich. Boah. Doch, wer hat noch eine Fee? Alter, der hat echt voll die Reichweite. Kann er mich mal in Ruhe lassen? Geh weg! Gehst du weg von mir? Also die Fähren so einen Teil zu verlieren ist echt bitter. Wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit gewartet. Haben wir noch was zum Stealthen? Hier. So. Wo ist der hin? Ich bin nicht da, du siehst mich nicht. Dreh dich wieder um. Ich bin nicht da. Ah, verdammt, ich bin da. Alter, der ist aber auch ausdauernd. Ich bin nicht da. Sind wir doch am Wasser, ne? Oh, ist doch zu weit. Oh, keine Falle mehr. Eisfalle haben wir noch. Scheint mir sehr eisresistent zu sein. Taucht der auch mal wieder auf? Na, Süßen. Der scheint ja noch eine Weile rum zu existieren. Ich bin nicht da. Alter, der ist auch super wachsam, ne? Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Nein, nein, nein. Wir sind nicht da.